Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. Und wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, nämlich bei unserem Löwengehege. Wir werden das Ganze in dieser Folge ein bisschen gestalten und ein bisschen austoben mit Felsen, Pflanzen und so weiter. Lasst euch überraschen, läuft auf jeden Fall schon mal so ein bisschen im Hintergrund, aber ich möchte jetzt erstmal mit euch über ein paar Dinge sprechen. Ich habe nämlich eine gute und eine schlechte Nachricht. Da ich euch jetzt nicht direkt fragen kann, was ihr zuerst hören wollt, fange ich mal einfach mit der schlechten Nachricht an. Ihr könnt es euch sicherlich schon denken, die Planet Zoo Beta ist seit gestern vorbei. Das heißt, wir können jetzt bis zum 5. November, war es glaube ich, nicht mehr Planet Zoo spielen, was ich sehr traurig finde, weil ich bin richtig Planet Zoo süchtig. Ich werde immer besser, ich merke das auch, wie ich besser werde im Bauen. Und ich habe auch immer mehr Lust, mich zu verbessern und meine Ideen einfach auszuprobieren, ob das machbar ist. Bis jetzt war fast alles machbar. Und ja, ich habe weitaus über 50 Stunden, glaube ich, schon investiert in der Beta alleine. Das ist schon, also ich finde es wirklich krass, wie viel ich gespielt habe. Aber das Spiel hat mir auch einfach richtig viel Spaß gemacht und ich vermisse es jetzt schon richtig hart. Also ich kann es jetzt erstmal nicht mehr spielen, leider. Aber kommen wir direkt zur guten Nachricht. Für euch werden trotzdem regelmäßig Planet Zoo Videos kommen, weil ich habe so viel gespielt, ich habe so viel vorproduziert und ich werde auf jeden Fall regelmäßig noch für euch bis zum 5. November Videos von Planet Zoo bringen. Ich habe einige Gehege gebaut, einige Tiere freigelassen. Das Ganze im Speedbuild, das Ganze im Real-Life-Part oder Real-Time-Part, also ganz gemischt, lasst euch überraschen, werden auf jeden Fall noch viele verschiedene Dinge kommen. Falls ihr das sehen wollt und den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es jetzt gerne tun, dann werdet ihr von diesen Videos nichts verpassen. Das dürften ungefähr 9 Videos werden, vielleicht 8, vielleicht 10. Ich weiß es nicht genau, aber ja, die werde ich dann so ein bisschen verteilen, dass wir immer ein bisschen Planet Zoo ab und an haben. Bis zum 5. November halt. Und dann können wir wieder richtig loslegen. Dann wird's richtig abgehen. Zum 5. November kommt jetzt, glaube ich, auch noch Red Dead Redemption raus, was ich auch auf jeden Fall spielen werde. Ich weiß nicht, ob ich es auf YouTube streamen werde, Videos dazu mache, das weiß ich noch alles nicht. Aber ich werde es auf jeden Fall sehr viel privat spielen, weil Red Dead Redemption ist auch so ein Spiel, auf das ich mich mega freue. Und ja, ist ja immer so, im November droppen alle Spieleentwickler ihre geilen Games, die man unbedingt spielen will. Und man hat eigentlich gar nicht genug Zeit, diese Spiele ausgiebig zu zocken. Das liegt einfach daran, alle kriegen Weihnachtsgeld, alle haben Lust, Geld auszugeben, sich irgendwas zu gönnen. Und ja, dann macht es natürlich Sinn, die Spiele dann im November zu veröffentlichen. Dann hat man natürlich auch nochmal schön im Anschluss das Weihnachtsgeschäft, wobei der November eigentlich schon dazu zählt mittlerweile, ne? Ich glaube, mit Weihnachtsgeschäft geht es ja schon wahrscheinlich Ende Oktober oder sowas los. Ja, ist ganz schön krass. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, wohin ich mit meiner Zeit soll. Es werden so viele gute Games kommen. Allein schon Planet Zoo werde ich stundenlang investieren können und genau wie bei Red Dead Redemption, also das wird richtig krass werden. Ich denke mal, ich werde wieder relativ viel Livestreamen im November, weil Livestreaming kommt man eigentlich immer so ein bisschen besser und schneller voran, als wenn man das Ganze in Videos macht. Aber gut, ich denke mal, ich habe euch jetzt genug ein Kotelett an die Backe gelabert. Wir sollten jetzt mal wieder ein bisschen auf das Spiel eingehen. Ihr seht schon, wie ich hier gestalte. Es dauert alles noch sehr, sehr lange. Das ist mein erstes, etwas größeres und aufwendigeres Gehege, was ich gestalte. Ich kenne die ganzen Pflanzen noch nicht, die ganzen Sachen, die man hat und sowas. Mittlerweile kenne ich die alle. Ihr werdet auch merken in den Videos, die dann noch folgen, dass ich immer besser werde und so ein bisschen eine Lernkurve habe und schneller werde im Bauen und mich ein bisschen mehr auch an die Steuerung gewöhne und sowas. Also das kommt alles mit der Zeit noch. Ist für mich gerade auch ganz schlimm anzugucken, wie langsam ich bin. Aber für euch ist es ja zum Glück ein bisschen beschleunigt. Ihr seht jetzt, wie ich hier so ganz viel Efeu und sowas platziere. Das finde ich sehr, sehr cool, wenn das Efeu so an den Wänden und sowas hängt. Dann habe ich mir hier nochmal so ein paar Klippen geschnappt und habe nochmal so die Ränder so ein bisschen abgesteckt. Finde ich auch immer nicht verkehrt, weil ich finde, dass Klippen, also wenn du so Felsen setzt, das sieht halt besser aus, als wenn man nur so dieses Terrain-Tool benutzt und so eine Fläche glättet, weil das halt so glatt ist und dann keine Kanten und sowas hat. Mit Kanten sieht es halt immer noch so ein bisschen natürlicher meiner Meinung nach aus. Ja, aber ihr seht ja schon, ne? Ich ziehe halt so den Felsen so ein bisschen Richtung nach unten, dass man noch diesen Weg beibehält, den ich eigentlich vorgesehen hatte für die Löwen. Der Plan ist ja später auch, dass die Löwen den Weg nach oben so benutzen, aber ihr werdet später sehen, wenn wir die Löwen freilassen. Die machen sowieso, was sie wollen. Die können nämlich richtig hoch springen. Die springen einfach mit einem Sprung oder mit einem kleinen Haps diese Klippe hoch. Das ist gar kein Problem für die. Achso, was ich vergessen habe, euch zu erwähnen noch. Ich bin ein bisschen erkältet. Habt ihr sicherlich schon gehört. Deswegen klingt meine Stimme so ein bisschen nasal, sagt man das. Ja, ist aber, denke ich mal, nicht allzu wild, weil ich wollte das Video unbedingt heute noch aufnehmen. Vielleicht kann es ja morgen besser sein. Aber ich wollte es halt heute noch aufnehmen, damit das morgen für euch pünktlich kommen kann, das Video.
ihr seht schon, ich bin wirklich noch nicht schnell und sowas unterwegs. Aber ich probiere halt auch gerade richtig viel aus. Ihr seht ja, ich wechsle mal die Terrain-Tools, probiere die einzelnen aus, wie die aussehen. Und ja, ist halt alles so ein bisschen Learning by Doing. Ich hatte auch noch gar keinen richtigen Plan, wie ich das Gehege gestalte. Ich habe das alles so ein bisschen frei Schnauze gemacht. Das geht natürlich auch immer alles einfacher und schneller, wenn man sich vorher zum Beispiel Bilder anguckt und sich so ein bisschen Inspiration irgendwo holt. Das habe ich halt in dem Gehege gar nicht gemacht. Das habe ich komplett frei Schnauze gebaut, habe mich ausgetobt und ja, deswegen dauert das alles ein bisschen länger. Und habe mich dann auch letztendlich dazu entschieden, hinten rechts in der Ecke das Ganze vom Niveau nochmal ein bisschen zu erhöhen und anzupassen, weil es meiner Meinung nach noch irgendwie so aussah, als wenn da was fehlt in dem Gehege. Und ja, deswegen habe ich mir einfach dazu entschieden, das Ganze anzuheben, damit das alles nicht mehr so trist und leer aussieht. Musste dann logischerweise auch die Mauer etwas anpassen, weil sonst die Löwen auf die Gäste losgehen können. Und ja, das wollen wir ja nicht, ne? Und ach ja, genau, ich hatte nämlich auch noch die Idee, eine Brücke mit Klippen zu bauen. Die Brücke soll rüberführen zu diesem anderen Felsen oder Stein, der da vorne am Wasser ist und ja, so eine kleine Verbindung sein. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob die Tiere dann wirklich so klug sind und dann darüber laufen oder nicht. Das war so ein kleiner Versuch auch. Aber ich kann euch schon mal verraten, das tun sie, das wisst ihr sicherlich auch schon. Ich weiß es ja mittlerweile auch, sie sind ziemlich klug, die Tiere. Habe aber versucht, möglichst flache Felsen und Steine zu nehmen und das Ganze so natürlich wie möglich wirken zu lassen. Dann habe ich mir so einen Stein geschnappt, der so ein bisschen aussah wie eine Säule. Habe dann versucht, den möglichst mittig zu platzieren, damit es auch so aussieht, als wenn das Ganze stabil ist. Habe es dann nochmal mit kleinen Felsen so ein bisschen angedickt oben und unten. Das sieht dann alles noch so ein bisschen natürlicher aus, meiner Meinung nach. Hab hier vielleicht nicht die besten Felsen gewählt, aber ja, wie gesagt, ich war halt noch sehr unerfahren zu dem Zeitpunkt. Wenn ich das hier so sehe, also jetzt, hätte ich es jetzt nochmal gebaut, hätte ich mich für andere Felsen entschieden. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Hab dann das erste Mal so ein bisschen smart gearbeitet, sage ich mal. Ich habe einfach das Efeu von da hinten, von dem Unterschlupf, rüber kopiert und habe das so ein bisschen angepasst. Ist ziemlich praktisch, wenn man so arbeitet, also wenn man Sachen kopiert und diese einfach wiederverwendet. Dadurch erspart man sich einfach ungemein Zeit und das Ganze wird dadurch viel, viel genauer, das Bauen. Also kann ich euch nur ans Herz legen, einfach immer so zu bauen, dass ihr einfach nur noch copy-pasten müsst. Ist sehr praktisch und sieht dann meist am Ende auch schöner aus. Ich habe dann hier, wie da vorne auch schon, das Ganze dann auch nochmal mit so ein paar Felsen abgesteckt. Hab's dann versucht, die Felsen immer so ineinander zu setzen, dass es so aussieht, dass das Ganze einen großen länglichen Felsen ergibt und dass es nicht einzelne Felsen sind. Kann man machen, wenn man die Felsen richtig dreht und so ein bisschen ineinander verschachtelt. Dann seht ihr schon, entsteht so eine etwas längerer, flacherer Felsen. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Das Ganze natürlich alles in diesem Savanna-Look gehalten. Habe dann wieder das Gras kopiert, was ich da auch schon verwendet hatte. Ja, mit dem Gräsern und so habe ich mich tatsächlich in dem ersten Gehege auch noch echt schwer getan. Es ist auch gar nicht so einfach, da die passenden Gräser zu finden, die ja so ein bisschen zusammenpassen. Aber eigentlich ist es bei der Natur gar nicht so wichtig, weil die Natur wächst auch, wie sie will. Aber man muss natürlich schon so ein bisschen aufpassen, dass man wenigstens Pflanzen nimmt, die ja vom Biom und so her wenigstens zusammenpassen. Man kann jetzt zum Beispiel nicht irgendwie so eine Wintertanne, die im Schnee wächst, neben irgend so einen asiatischen Blütenbaum platzieren oder sowas. Das ist jetzt vielleicht so ein sehr radikales Beispiel, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich damit meine. Also die Pflanzen sollten schon irgendwie zusammenpassen, auch wenn es nicht so schlimm ist, wenn da mal irgendeine Pflanze zwischen ist, die jetzt da nicht so reinpasst, weil ja, die Natur macht, was sie will. Das sagt man ja nicht umsonst, das ist einfach so. Und deshalb ist es dann auch nicht weiter schlimm, wenn da mal die ein oder andere Pflanze zwischen ist, die jetzt nicht zu 100% mit den anderen Pflanzen übereinstimmt oder zusammenpasst. Dann habe ich angefangen, nochmal hinten die Wand einmal mit so schönem
Schilf abzudecken. Das war so für mich der einfachste Weg, die Klippe da hinten so ein bisschen zu verdecken und das Ganze nochmal so ein bisschen anders aussehen zu gestalten, weil ich wollte nochmal ein bisschen Abwechslung da oben haben. Und ja, dann habe ich eigentlich nur noch Feintuning gemacht. Hier vorne nochmal so einen Baumstamm hin, ein paar grüne Pflänzchen platziert und kopiert. Und damit war das Löwengehege fertig. Oh.